Ein herzliches Willkommen zurück zu ARK. Ja, ich habe einiges geändert. Sprich, wir haben hier so Holzdinger, also da kann man Holz reinlegen und das fühlt sich halt mit der Zeit, wie ihr hier seht. Und ich habe noch einige andere Dinge getan an Dekoration, die ich gar nicht gezeigt habe, wie die. Also wir haben hier auf jeden Fall einige Sachen drin stehen. Ich habe den Boden hier gemacht. Wie auch hier die Statuen aufgestellt, damit es hier ein bisschen schöner aussieht. Ja. Aber ich habe auch neue Mods drin. Ich weiß, wie man Element herstellt. Du brauchst dieses Element Staub. Und da kannst du instabiles Element machen. Und mit diesem instabilen Element kannst du dann richtiges Element machen. Aber dafür brauchst du 1000 Elementstaub, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, das ist hart. Das kann man machen, wenn man hohe Farmeinstellungen hat. Weil man doch gut. Wenn man gesehen hat, wie man Titan zähmt, brauchst du halt das Tech, die Tech-Rüstung. Und ohne die Tech-Rüstung kannst du das nicht machen. In meinem Fall könnte ich noch nicht mal Tech nutzen, weil ich nun mal kein Tech frei habe, weil mein Charakter halt neu ist. Und das ist ein kleines Problem. Dafür habe ich aber was anderes reingemacht. Nämlich diese Mod mit den Easy Tech. Die kann man theoretisch bauen und da kann man Tech nutzen. Und dann habe ich hier noch diesen Element Hersteller, kann man sagen, der stellt Element her. Und Pearl Converter, der macht schwarze Perlen. Und damit können wir theoretisch Element herstellen. Muss halt nur weiße Perlen haben. So, ich habe noch andere Mods drin. Da haben wir zum einen die Mod für die Frisuren drin. Dann habe ich noch andere Sachen drin, die ich jetzt nicht auf Anhieb hier. Und dann noch der wunderschöne Meat Spoiler, den brauche ich nämlich, weil ich halt ewig brauche, bis ich mal überhaupt das Ganze zusammen habe. Ich habe ja auch kaum Perlen, die muss ich erstmal suchen gehen. So, die machen wir jetzt mal. Das mache ich jetzt retour. Mein Essen vielleicht nicht. Ich habe auch noch eine Flinte gemacht. Eine Schrotflinte habe ich auch noch gemacht. Eine Flinte mit 100 Betäubungspfeilen. Das würde heißen, ich gehe bald gleich was tamen. Ja. Nehme ich einen T-Rex. Wo mache ich dich eigentlich hin? Ich kann nicht. Kann ich eigentlich. Hier hinstellen. Dann haben wir noch eine Garderobe, die stelle. Muss ich mal gucken. Ich stelle die jetzt einfach dahin, damit man mal gucken kann. So, hier seht ihr die Frisuren. Ich brauche Fasern und Holz. Fasern, Holz, Leder und Pelz nehme ich jetzt mit. So, hier machen wir erstmal Fasern und Holz drin. Und da kann man sich hier eine Frisur machen. Ich bevorzuge mal eine bestimmte Frisur. Das ist nämlich die. Du hast hier natürlich so viele Frisurauswahlen. Bei mir ist halt der Fall, dass ich halt diese Frisur am meisten mag. So, dann haben wir noch hier so Kleidung. Ihr seht ja, da ist ja viel. Ist sehr, sehr viel. Gut, das braucht nur Fasern. Und jetzt da eine Kleidung. Auch so Graben wird hart. Seht ihr, da gibt es so viel. Das letzte Mal gespielt hat, hatte das nicht so viel.
bisschen Männerkleidung. Wie gesagt, juckt mich das da angucken. Und ich gucke das jetzt mal kurz an. So, um den kann man jetzt zum Beispiel, das kann ich jetzt aufziehen. Und dann haben wir hier so eine Rüstung. Sieht eigentlich an sich gar nicht schlecht aus. So habe ich immer die genommen, ich die eigentlich schöner fand. Ich glaube, ich nehme die auch wieder. Ja, dann kann ich das jetzt herstellen. Dann hat man eigentlich so weit so gut eine Rüstung. Ah, so sieht das dann aus. Ja, also ein bisschen Mittelalter-Style. Könnt das natürlich auch färben. Geht auch. Aber ich bevorzuge jetzt das Original. Weil sieht, man kann halt viel an Mods machen. Gerade die Mods sind eigentlich cool, finde ich. Der Element stelle ich wahrscheinlich aufs Dach, bis ich halt soweit ein Element ja, das ist eigentlich ein Waffenschrank. Wenn er die Waffen da reinlegt, könnt ihr das sehen. Genauso hier mit der Truhe, wenn Sachen da drin sind. Seht ihr, das ist alles bedingt. Wenn ihr die Mods unbedingt haben wollt, Videobeschreibung. So. So, mein Petra. Was gehe ich denn? Ja, ich muss ja betäuben. Stimmt, ich möchte. Muss hier betäuben, das heißt, ich muss an die Ruhe. Wir holen das und wir holen das mit. Ihr werdet sehen, warum. Gut, du kannst mich tragen, das ist gut. So. Wir suchen nämlich heute einen Rexy. Ich habe ein paar Rexe schon in Betracht. Ich habe jedenfalls ein paar Rexe gesehen. Die man vielleicht nehmen kann. Aber auf Betonung auf vielleicht, weil ich nicht weiß, ob sie noch da sind. Es muss ja hier gewesen sein, ne? Diesen Gaspacks. War nichts Großartiges. Konto. Ja, mein Rex, der. Aua. Das ist nicht der Rex, der mich beinahe umgelatzt hat. Der muss aber hier. Oh, und Hylakoleo. Na gut, ne? Einer von euch war das. Ja. Es ist leider der. So. Im Moment habe ich echt ab und zu Paladelex, aber es ist nicht schlimm. Ich habe noch irgendwo anders einen T-Rex gesehen. Aber den holen wir mit, den 100er. So, für Leute, die jetzt nicht wissen, was ich tun werde. Wir haben hier hinten die Rexe. Muss ich jetzt natürlich den Käfig bauen. So, mit dem Käfig. Macht ihr hier eine Bärenfalle rein.
Bärenfalle. Könntest du bitte Problem ist, die Bärenfalle, die soll auf sein. Ich hoffe, das funktioniert, weil die macht direkt zu. Wir haben ein kleines Problem. Ist aber nur ein kleines. So, dann machen wir das so. Bin beschäftigt, Rex, aber komm bitte nicht zu mir. Ist ja ein bisschen scheiße. Wie sollte das hier klappen? Aber die ist zu. Die ist einfach zu. Ich hoffe, das funktioniert. Warum ist denn der Weiße derjenige? Der ist viel hübscher. Guck mal hier, dicker Schien. Ah, es ist auf. Sah das nur so aus? Jetzt lauf nicht um die Kurve. Na komm, hack dich fest. Ist es ein bisschen mehr? Jetzt ist er zugegangen. Dann jetzt ist er ach drin. Jetzt ist das weg. Du kommst hier nicht durch, Junge. So. Für dich gilt jetzt nur eins, du gehst jetzt schlafen. Ich habe allerdings noch nie mit Bärenfallen gearbeitet. Ich habe nur gehört, dass die gut sind. Das sind gut, also wenn man schnell was zubauen will, sind die wirklich gut. Mal gucken, wie viel Truppe kriegt der Junge denn dazu? Das kann ein bisschen dauern. Junge, mach doch keinen Scheiß. Das ist halt einfach, also so könnt ihr ganz easy ein Tier tamen. Ihr müsst halt nur gucken, dass ihr das Tier für euch habt. Und irgendwo läuft noch so ein weiß-roter rum. Level 100 noch irgendwas. Den muss ich auch dann suchen gehen. Ach komm, wie wirklich schon nicht durchgehen. Gucken, wie hast du denn? Ja, der Junge braucht. So ist das am einfachsten, ein T-Rex halt zu machen. Ist ja hier nichts, ne?
Die Musik ist ein bisschen nervig. So ist gut. Dann können wir eigentlich die Effekte ein bisschen lauter machen. Ja, so ist besser. Nein, normal solltet ihr 5 Sekunden immer warten. Normal. Ja, er hat schon gut. Tuch oder Zug ist nochmal ins Gesicht. Ich warte mal, bis die Schrift eigentlich weg ist. Und dann schieße ich eigentlich immer drauf. Eigentlich reicht es schon nach dem Nachladen, direkt wieder drauf zu schießen. Wo ich sagen muss, ich bin kein Fan von diesen brutalen Themen, aber ich kann es machen, ist kein Problem. Wie viel habe ich schon verschossen? Also schon viel. Man hat schon viel gefressen, ey. Und du hättest mal hier einen Kühlball umgebracht, du Sack. Wegrennen bringt nichts. So sehr du es auch versuchst. Dieser Schuss, obwohl er eigentlich treffen hätten müssen. Lass mal gucken, wie viel hast du? Ein paar Schüsse sind's. Du willst natürlich jetzt fliehen, ne? Wie es so logisch ist, ne? Nur einen Schuss lang ich dir noch rein und dann gucke ich nach dir. Wie viel hast du denn? Gleich eine Dröhnung. Ah, oh, es liegt da. Du hast ja Palmfleisch. Das kann man mitnehmen. Easy and tame. Nein, Hunger. So ist man schnell zu Hause, ne? Das hätte man gerne mit dem Auto. Flupp, lass mal weg. So, holen wir mal ein paar Steamberries. Wie gesagt, ich kann auch warten, aber das dauert. Das kann ich euch sagen.
Ist ja immer noch hin ein Rex, den wir hier liegen haben. So, und ich werde jetzt meiner Bank sagen. Das machen soll. Der hat gut gefressen. So, aufheben. Der ist noch nicht einmal gefressen. So, die geben wir dem jetzt und jetzt sollte der nochmal Hunger bekommen. Ja. Jetzt frisst er auch. Die Tame-Effektivität geht natürlich da auch runter, so ist das nicht. So, jetzt haben wir unser Rexy, ne? Guck mal ins Licht, Junge, ich will dich mal sehen. Ja. Du bist ein Weibchen. Das heißt, ich muss ein Männchen suchen. Ich werde so zwei Pärchen auf jeden Fall holen gehen. Der Grund ist einfach, damit ich besser züchten kann, weil die werden verpaart, ne? Ja, da kann man gucken, ne? Gut, aber ich würde mal sagen, danke fürs Zusehen und man sieht sich nächstes Mal wieder, ne? Tschüss.